Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zur 42. Folge von Euroschwack Simulator 2, der zweiten Staffel mit mir, Francesco von den Funky Junkies. Wir sind immer noch, oder wir sind in, ich habe den Namen mal wieder vergessen, in Baranovichi in Weißrussland. Wie ihr sehen könnt, ich habe gerade eben 8000 bekommen von einem unserer Fahrer und dann gleich 8000 verloren wegen Bank. Heißt, wir müssen Geld verdienen und mal schauen, was der Frachtmarkt so hergibt. Wir sind gerade, wenn ich mich recht entsinne, in Weißrussland. Mal schauen, ob es jetzt wieder doch hier in die Richtung geht, was machbar wäre. Oder ob wir hier zurückfahren können, was ich bevorzugen würde. Ich nehme übrigens wieder von mit OBS auf. Wir könnten, ich will ja wieder nach Russland, tut mir leid. Also ich nehme dann einfach mal, ich nehme in Kauf, dass ich knapp 4000 weniger verdiene. Heißt, wir fahren von Westtrans Line nach Komposi in Kursk. Alte Verpackung, 17 Tonnen, als Navi-Ziel einstellen. Und dann würde ich mal sagen, fahren wir doch einfach mal genau dorthin. Ach, wir müssen sogar hier ganz komplett links. Gut zu wissen, ich dachte, ich hätte jetzt anders gemusst. Ich dachte, ich hätte jetzt gerade rechts abbiegen müssen, aber gut. Es ist, wie es ist, und ich weiß nicht, ob ich es schon gerade eben gesagt habe. Ich habe das Gefühl, ich habe es gesagt, aber ich nehme mit OBS auf. Wenn ich es schon vorher gesagt habe, dann tut es mir leid, aber dann habe ich es dann immer gesagt. Ich glaube, ich habe mir letztes Mal mit der AMD-Variante von Shadowplay, also AMD Gaming Evolved, beziehungsweise PlayStV aufgenommen. Und jetzt nehme ich halt mit einem anderen Programm auf. Ich kam einfach geradeaus weiter, weil hier durch würde ich nicht nochmal. Zumindest nicht mit LKW und so, das war echt ein krasses Ding. Das war auch sogar mit dem LKW irgendwann eng geworden. Aber ich bin zumindest bin ich schon mal durchgefahren. Man weiß, wie es so ist. So. Dann wollen wir mal. Oh Gott. Ah! Jetzt spawnen sie wieder alle rein. Und weg. Ist es noch grün? Ist noch rot, meine ich? Es ist wirklich grün. Gut zu wissen. Viel konnte ich ja nämlich nicht sehen. Oh. 50 XP noch dazu bekommen, weil wir einfach nur zur Amarmischelle fahren. Das scheint wohl irgendwie sowas wie Euro-Gullis gewesen zu sein. Rico. So. Da haben wir den Auftrag 21.000 bekommen im Moment. Also es waren 25,7 Euro pro Kilometer. Das ist nicht schlecht. Damit kann ich leben, es leckte. Mir du. Wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen, aber so wie ich es ausgesprochen habe, klang es für mich doch schon regionsentsprechend. Sagen wir es mal so. Ich lasse das einfach mal. Oh Gott. Der lässt mich wahrscheinlich hier nicht raus. Ich dachte, der traut sich. Nichts anderes. Ich lasse mal dieses eingeblendet mit der Karte, damit wir sehen können, oh Gott, ob einer unserer Fahrer, ich glaube, wir haben nur eine Person, uns Geld einbringt oder nicht. Ich muss einfach mal einen Blick haben. Ich will mal kurz schauen. Garagen, obwohl, ist eigentlich egal. Wir haben drei Fahrer, ja, dann umso wichtiger. Was gibt's denn für neue Aufrüstteile? Ah, nur den Mirage eher, alles klar. Das ist dann ja nicht so wichtig. Aber man druckelt denn das so?
Also der LKW, der schien gerade echt da ein bisschen rumzuruckeln. Also jetzt nicht wegen des Spiels, sondern allgemein wegen des ich schiebe mal das Mikrofon wieder ein bisschen in diese Richtung, wegen des LKWs, dass der selber so ein bisschen rumgewackelt hat. Habe ich eine Nachricht bekommen, du, ne? Meldet sich keiner mehr. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Aber das ist auch neu hier, ne? Das gehört auch zu dem. Oh fuck. Ja, ich weiß, ich war falsch. Tut mir leid. Eieiei. So, es wird enger offenbar. Aber noch ein weiter Weg, ne? 800 Kilometer. Also, wir müssen uns auf alle Fälle mal aufs Ohr legen. Also, nicht wir, sondern unser. Ja, unser virtuelles Ich. Muss ich nochmal aufs Ohr legen. Ach ja, da war ja was. Da will ich hin. So. Ach! Nein, 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 falsch, 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 das will ich. Schon wieder vergessen. Ich vergesse das manchmal gerne, aber selten, aber manchmal passiert. Ja, übrigens das mit hier direkt FM beziehungsweise da von Metz. Da habe ich neulich, also das letzte Mal, wo ich gespielt habe, Multiplayer gehört. Von daher war das noch leider aktiviert, aber egal. Wir konnten es ja beheben und haben jetzt kein Copyright-Gedöns am Hals. Von daher alles easy, alles easy. So, ab auf 90. Haben wir eigentlich. Ja, wir haben. Das ist hilfreich, dass wir einen Recharger drin haben. Ja, gut, dass hier gar kein Schild mit 50 war, dass man einfach hier rumgeknallt ist. Wir waren bei 54, also es lohnt nicht hier Gas zu geben. Machen wir einen kleinen Screenshot. Haben wir den auch schon mal? Alter. Gehen wir auf den Nerven, dass nicht ausgewählt wird. So, Screenshot haben wir. Hallo, Escape. Alter, das ist ja hart am Lecken. So, Tempomat ist drin. Jetzt können wir, soweit ich weiß, wieder Gas geben. Nein. Na, zumindest so 70. Auch wenn ich schon was finde, eieiei, dass 50 angemessener wäre. Jep. Da haben wir die 50. So, Alter. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt wieder ein bisschen fahren können. Also ein bisschen schneller. Dass das jetzt nicht allzu sehr vor Probleme stellt. Da wir jetzt ein bisschen Gas geben. Scheinbar gibt es erstmal keine wirklichen Schäden in der. Was war ein Dach? Achso. In der Fahrbahn. Das ist immer gut, ne? Das ist immer gut. Können wir zumindest ein bisschen wieder Kilometer gut machen. Naja, zumindest vorerst. Die 730 haben wir noch. 70, also es geht hier immer weiter runter. Ist da vorne eine Ampel oder was? Nee. Keine Ampel. Alter, warum muss es so laggen? Ich verstehe es nicht, warum es so laggt. Mal schauen. Wird wahrscheinlich wieder Zeit für eine neue Grafikkarte, offenbar.
Alter, Hilfe. Ich fahre ja schon 70, warum bremst ich ja nicht ab? Unnötig. Sehr schön gemacht, muss man schon sagen. Sehr, sehr schön gemacht. Erster Aufenthalt in Slutsk. Naja, mehr oder weniger, ne? Erster Aufenthalt in der Nähe von Slutsk. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen besser formuliert. Oh, war ja egal, Böses. Ich bremse schon mal vorsichtshalber ab. Angeblich immer noch 80. Eine Turbine. Ich traue nicht mal dem 70er-Schild. Oh, war ja. Zu Recht. Schließlich ist hier noch eine Ampel und Polizei. Oh, wow, das muss knapp gewesen sein. So, unter der 700er-Marke sind wir jetzt. Schöner See. Boah, Fluss wahrscheinlich hier. So, bergauf beschleunigen, immer hilfreich, immer schön beschleunigend. Man kommt immer aufs Tempo, was man will. Beziehungsweise nicht will, ja. Der Himmel, der sieht echt geil aus. Der sieht echt richtig gelungen ist, finde ich. Das ist so, als ob ich jetzt gar nach draußen gucke. Also so, ne? Also kann man auch draußen sehen, so ein Himmel. Dann können wir jetzt zumindest erstmal mit 95 bzw. ich bin mit 90 erstmal ein bisschen weiterfahren. Oh, war ja. Das hat mich ja schon fast auf Gegenfahren gehoben. Ach du Scheiße. Ich meine, bei diesen Sachen geht das ja noch, aber wenn er noch so direkt mit dabei kommt, na, dann ist das schon nicht so. Da kann man ja nicht mit 90 lang fahren, da muss man wirklich mit knapp über 50 lang. Ansonsten, beschädigt man sich nur Truck und Trailer. Aber hierbei geht das ja. Ist ja noch in Ordnung. Alles noch im Bereich des Machbaren. Schüttelt nur ein bisschen, aber solange man genügend Bärenmarke hinten drin hat, vom Bärenmarken Schüttelshake, passt es auch wieder. Oh Gott, oh Gott. So. Wahrscheinlich wieder der Song, der so leise ist. Deswegen überspringen wir den mal. Jetzt haben wir den Song, der genau das komplette Gegenteil dazu ist, der nämlich lauter ist als die anderen Songs. Okay. Ach, 60, danke für das Hinweisschild. Ich gehe mal davon aus, dass da gerade eben keins gewesen ist, weil ich habe nichts gesehen. So, wir sind jetzt knapp bei der 60er Marke. Also 60. 600 Marke. Verdammt. Nah dran. Und wir fahren auch wieder in das nächste kleine Städtchen rein, wie man unschwer erkennen kann. Kriegen noch 2500 von Sabrina. Sehr schön, wir fahren nach Babru. Eieieiei. Babruisk. So würde ich es zumindest versuchen auszusprechen.
kann man das schon mal umfahren. Und dann erstmal geradeaus weiter durch die Stadt durch. Ist ja auch mal schön. Muss ja nicht immer Landstraße sein, muss auch ein bisschen Abwechslung mit drin sein. Martin, aha. Interessant. Wahrscheinlich kommen wir jetzt hier eine schöne Ampel, die man nicht wirklich erkennt. Nö, eigentlich nicht mehr. Ich bin in der Vorfahrtstraße. Mein Auto weit und breit. Okay, ich hab an ihn Blaulicht gehört, ist aber nicht so. Da war heute vom Stadion eine Menge los. Aha, mein Ohr juckt. Ah, eine Walze. Was mir auch gefällt hier, diese Leitplanke, dass die so im richtigen, in Anführungszeichen, im richtigen Stil ist. Und es geht offenbar wieder irgendwo anders hin. Genau, wir sind wahrscheinlich noch gerade in Weißrussland und fangen jetzt gleich nach Russland. Eigentlich ruhig stelle ich also. Ich würde zumindest diese Parkplätze da vorne, die von Anordnung her deuten. Da kann man schon mal bremsen. Der Trailer sieht auch krass aus hier da vorne. Eieiei. So. Dafür geht's wieder nach Moskau. Aber was macht das Ding aus? Sollen wir was von der Fahrbahn sehen? Nee, wir sind offenbar doch nicht wirklich in Russland. Ich dachte, das wäre jetzt so hier das Schild, das wir gerade in Russland einfahren. Also hier die Grenze, so heißt es. Aber ist wohl nicht so gewesen. So, da vorne sieht aus wie eine Brücke. Aber ein Fluss oder so? Ne, gar keine, schade. Sah zumindest aus, dann halt nur eine Begrenzung wegen Häuser, na klar. Dann was auch sonst. Von der Farbe her sieht es aber ein bisschen unpassend aus. Da wäre so ein Holzhorn angemessener gewesen, meiner Meinung nach. Hat der, ich glaube, der hat ein bisschen Sand geladen. Ne, Heu, oh. Hä? Oh Gott, eine Kuh. Entschuldigung, aber eine Kuh im Weg. So, ab auf 80 und dann wieder runter auf 70 wahrscheinlich. Werden wir gleich sehen. Sogar 60, noch eine Stadt. Von der Stadt in die Stadt. Schön. Schön haben sie es hier. Eieiei, da muss man mal hin. Da muss ich garantiert mal hin, so wie ich mein Glück kenne. Oh, weia. Ich habe für einen kurzen Moment die Befürchtung, ob ich rechts abbiegen hätte müssen, aber es wäre ja ein bisschen unmöglich gewesen. Aber ist hier ein Fluss. Ja. Und da können wir wieder auf 90 beschleunigen. Aber ich finde das echt sehr, sehr geil, hier so lang zu fahren. Das gefällt mir echt gut. Eine sehr, sehr, sehr gelungene Map. Muss man sagen. Chapeau, chapeau, chapeau. Noch 540 Kilometer.
Ich habe das Gefühl, dem steht eine Stunde auf. Von den vielen Städten. Kommt einem deswegen ein bisschen mehr vor, als es eigentlich wahrscheinlich ist. So, wahrscheinlich hätten wir eine Ampel. Ich sehe jetzt gerade nichts, aber jetzt. Und wieder kurz ein kleines Städtchen rein, aber hier sind auffallend viele Farmanlagen und Traktoren. Finde ich geil, finde ich geil. Das gefällt mir gut. Hä, war nicht gerade 80? Nicht? Oh. Ich dachte schon. Hä? Ich bin verwirrt. Na gut, dann fahren wir halt mit 60 weiter. 80. Habe ich mich wohl verguckt. Kann ja auch passieren, ne? Und wie ich sehe, müssen wir schon bald aufs Ohr legen. Also in rund 100 Kilometern oder so. Wir haben 300 Grad hinter uns. Gerade mal erst. Also wir haben noch nicht mal die Hälfte der Strecke hinter uns. Ach du Scheiße. Ich habe es ein bisschen mehr gerechnet, dass sie ein bisschen früher los waren. Sie müssen eher in die Gänge kommen. Warum nicht, ne? Man kann nicht alles haben. Okay, es wird offenbar ein bisschen enger wieder. Ah, mehr oder weniger. Ja, weniger als mehr. Sieht ein bisschen nach Regen aus. Bisschen Regen aus. Mal schauen. Vielleicht werden wir das, vielleicht nicht. Immer noch 80. Auch schön durch die Landschaft muss man auch, wenn es gerade ein bisschen leck wegen der vielen Büsche auf der linken Seite. Behaupte ich mal, dass da liegt. Oh, war ja. Oh, 60. Bestimmt schön hier zu wohnen, aber auch sehr abgeschottet. Mehr oder weniger. Sag ich ein bisschen zu oft, wenn man raus. Zumindest heute. Sollte es hier eigentlich eher weniger. Oh, 80. Eigentlich erst ab jetzt, aber gut. Warum noch nicht? Je früher, desto besser. Oh shit. Alter. Das hat mich so schockiert, dass ich ein bisschen zu krass in der Kurve gewesen bin. Alter. Puh. Ist das diese... Ich glaube, das ist dieser Part der Strecke. So ein ganz, ganz unschöner Part. Obwohl, eigentlich nicht einfach andersrum. Hm.
man sehr leicht stecken bleiben kann. Flachpfeife. Was? Flachzange meinte ich. Ich fahre ein bisschen zu viel Zweirad. Beziehungsweise Fünfrad. Zumindest da vorne bei den schärferen Kurven. Wollen wir mal auf Strecke kurz schauen? Ah, ich schätze mal, dass wir bei Roslavl wahrscheinlich schlafen müssen. Oder kurz vor Briansk. Ich habe übrigens gerade Tempomat drin. Heißt, ich beschleunige nicht. Jetzt beschleunige es. Beziehungsweise ich versuch's. Und wir schon in der nächsten Stadt. Würde mich nicht wundern. Nee, ich glaube, ich habe nur eine etwas schärfere Kurve. Oh mein Gott, warum müsst ihr in der Kurve stehen? Alter. Dämlicher geht's auch nicht. Also ja, ich weiß, dass der Map-Bauer die dahingestellt hat, die Autos, aber... Ne? Ich wollte sie nur mal erwähnen. War nix. Ich mache es in Russland. In Russland ist der Sprit noch billiger. Behaupte ich mal als in Weißrussland. Werden wir dann gleich sehen. Ich habe schon ein 80er Schild gesehen. Ich weiß gar nicht warum. Und wieder einspurig, beziehungsweise, ja, einspurig in die Richtung, einmal. Danke, dass es da auch mal aufhängt. So, hier müssen wir wahrscheinlich anhalten und... Oh. Euro. Das sind nur wie zwei hintereinander, ne? Ja. Könnte günstig werden. Aber halt nur für dieses ganz kleine Stück zahlen müssen, jetzt von hier bis zur nächsten. Deswegen wird es sehr günstig sein.